Hallo Menschen, das ist jetzt der erste Teil einer neuen Serie, die ich hier etablieren möchte, in der ich immer 5 Bücher entweder eines bestimmten Genres oder eines Mediums vorstellen möchte. Und die Idee ist jetzt natürlich nicht neu, das machen auch andere, aber ich dachte mir, ich beginne mal mit Graphic Novels, weil die zwar auf BookTube schon recht gut ankommen inzwischen und viele das auch mal so mit in ihren Lesemonat aufnehmen. Ich aber das Gefühl habe, dass das in der breiten Gesellschaft ja immer noch nicht so ganz angekommen ist. Also eine Graphic Novel wird niemals auf derselben Ebene stehen wie Goethe. Und gleich vorweg, ich benutze den Begriff Graphic Novel und Comic fast identisch. Also ich bin der Meinung, dass Comic der Überbegriff ist und so viel bedeutet wie Bildergeschichte. Und Graphic Novel nehme ich jetzt für Bücher, die nicht vorher so in Heftchenformat wöchentlich erscheinen, sondern gleich als ein Buch. Oder maximal vielleicht 2 Bände oder so. Das ist bei mir eine Graphic Novel. Aber eigentlich sind alles Comics. Und es soll auch gleich losgehen. Das erste, was ich euch vorstelle, ist mein absolutes Lieblingscomic ever. Ever. Und falls ihr irgendetwas aus diesem Video mitnehmt, dann bitte diese Graphic Novel. Es ist Arrival von Sean Tan. Das ist die englische Version. Das ist aber eigentlich vollkommen egal, ob ihr die deutsche oder englische kauft. Denn dieser Comic kommt komplett ohne Worte aus. Es gibt keine Sprechblasen, keine Erklärungen. Und das tut es so großartig. Es ist Wahnsinn, wie realistisch dieser Mensch zeichnet und wie er mit Gestik und Mimik alles erklären kann, was er erklären möchte. Und dazu kommt auch noch eine perfekte Mischung, wie ich gerade sagte, aus diesen realistischen Zeichnungen und dann aber gewissen surrealen Elementen. Das kommt daher, dass es die Geschichte erzählt eines Menschen, der zunächst ohne seine Familie emigriert und in diesem neuen Land erst natürlich seinen Weg finden muss. Viele Dinge kommen ihm seltsam vor und die Zeichnungen sind göttlich. Es ist meistens so aufgebaut, dass zunächst eine oder mehrere Seiten, ich bin top vorbereitet, so aus einzelnen Panels bestehen und dann kommt eine großformatige Seite. Und hier seht ihr schon, ihr seht ja so einen Drachenschwanz, das ist aber nicht so gemeint, dass da wirklich ein Drache in diesem Land haust, sondern eher symbolisch. Also er flieht einfach vor einer übergroßen Macht, der er sich nicht entgegenstellen kann. Und um euch nochmal zu zeigen, wie perfekt die Zeichnungen sind, wollte ich euch eine Seite mal zeigen, um anhand von Gestik und Mimik zu sehen, wie toll der Zeichner und Autor das macht. Absolute Leseempfehlung. Oh, mein Lieblingsbuch, was Bildergeschichten anbetrifft. Nummer 2 ist The Now of Brown von Dylan. Hat keinen Vor- oder Nachnamen, einfach nur Dylan. Und es erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die mit OCD zu kämpfen hat, also Zwangsvorstellungen. In dem Fall ist es halt auch wirklich nicht so diese Zwangshandlungen, dass man sich jetzt 10-mal die Hände waschen muss oder 5-mal die Tür auf und zu machen muss, dergleichen, sondern Zwangsvorstellungen im Sinne, dass sie sich in jeder Situation die schlimmstmögliche Endung vorstellt. Also so, dass sie in einem Flugzeug sitzt und immer daran denken muss, wie sie alle Leute tötet. Oder wenn sie zum Beispiel mit jemandem eigentlich ganz gemütlich in einer Bar sitzt, sich vorstellen muss, wie sie ganz spontan, ohne jeglichen Grund, ihm ein Gesicht im Glas zerdrückt. Genau so. Die Zeichnungen sind wieder sehr, sehr schön. Jetzt habe ich hier mein Lesezeichen verloren. Ne? Das schneide ich dann raus. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, ist es lustig. Jetzt muss ich es drin lassen. Das hier wollte ich euch zeigen, diese Seite, diese Seiten, wunderschön meiner Meinung nach. Und auch die Farbgebung ist meistens, also Rot spielt eine große Rolle in diesem Comic. Und dann gibt es halt Seiten, die so wunderschön farbkomponiert sind. Ist das ein Wort? Jetzt ist es das. Als nächstes kommt Jane the Fox and Me, diesmal von 2 Autorinnen, Fanny Britt und Isabel Arsenault. Es erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das im Gleichaltrigen nicht gut ankommt, das auch das Gefühl hat, dass es zum Beispiel aussieht wie eine Wurst und einfach kein großes Selbstvertrauen hat, keinen Freundeskreis, nichts dergleichen. Die Zeichnungen sind hier eher etwas künstlerisch, also nicht so realistisch, sondern ganz bestimmter Stil, der mir auch sehr gut gefällt. Hier nochmal ein großformatiges, wunderbar. Und demgegenüber dieser eher tristen Welt, in der sie lebt, stellt sie die Geschichte von Jane Eyre. Das hat sie gelesen und das hat sie unglaublich beeindruckt. Und die Seiten von Jane Eyre sind dann immer bunt gestaltet. Und ab und zu sieht sie sich dann selbst in dieser Geschichte. Wie ich sagte, sie ist der Meinung, sie sieht aus wie eine Wurst. Und dann passiert eben so etwas hier. Ein bisschen, wie ich schon sagte, künstlerisch, ja nicht ganz so
normal gezeichnet, was Besonderes, gefällt mir sehr gut. Ist halt von der Geschichte her okay, ein junges Mädchen, was mehr oder weniger gemobbt wird und versucht, Anschluss zu finden. Da gibt es wahrscheinlich noch tiefgreifendere, aber es lohnt sich absolut, es ist zuckersüß erzählt und gefällt mir sehr schön. So, Nummer 4 ist der Schneekreuzer. Der wurde jetzt auch mit diesem Schauspieler, der auch Captain America spielt, verfilmt. Hat aber irgendwie nie so den großen Erfolg gehabt. Es handelt sich um eine Geschichte, in der die Menschheit versucht hat, die globale Erwärmung aufzuhalten. Das ging aber so dermaßen in die Hose, dass jetzt eine neue Eiszeit unsere Welt überzieht. Und alle Überlebenden, die es noch gibt, haben sich auf einem ewig fahrenden Zug zusammengerottet. Es gibt nur noch diesen Zug und nur noch diese Menschen. Und wie das eben so ist, wohnen in ungefähr 95% des Zuges nur 5% der Menschen, denen es gut geht und die tolles Essen haben und die eben zur Elite gehören. Und hinten im letzten Waggon oder in den letzten drei Waggons oder so, da hortet sich eben der Großteil der Menschen verarmt und die kriegen auch nur so glibberiges Zeug zum Essen. Und das beginnt eben in dem Moment, wo sich einige Leute sagen, so kann es nicht weitergehen, wir müssen hier mal was machen. Der Autor des ersten Teiles in diesem Buch starb und der Zeichner hat dann mit einem neuen Autor weitergemacht. Aber auch der Zeichenstil verändert sich, weil dazwischen einige Jahre lagen. Mir gefällt der Zeichenstil in Teil 1 etwas besser als dann später in Teil 2. Es bleibt bei Schwarz-Weiß, aber hier wirkt das irgendwie so, ist auch nicht mit dem Computer noch so weich gezeichnet, finde ich. Ich mag die Geschichte, man hat natürlich schon 10.000 Mal davon gehört, dass sich die unterdrückten Klassen gegen die Elite auflehnen, das kennt man, aber durch dieses Szenario auf diesem Zug und dann durch gewisse Erkenntnisse, die man dann noch gewinnt, indem die sich immer weiter vorarbeiten im Zug, ist es eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Und dann bleibt noch als letztes, denn ganz ohne Superhelden geht es natürlich auch nicht, die Geschichte Marvels. Ich finde das Cover extrem unglücklich gewählt, denn es geht jetzt definitiv nicht nur um Spider-Man und das ist eigentlich auch das Tolle an der Geschichte. Es legt den Augenmerk nicht auf die Superhelden, sondern auf die normalen Menschen, wie sie mit diesen Superhelden umgehen. Unser Protagonist ist ein Journalist, der das halt alles auch immer so aus erster Hand mitkriegt, versucht an die Orte zu reisen und zu fotografieren und sonst was und erklärt halt, wie unglaublich seltsam das ist, plötzlich mit einer anscheinend weiterentwickelten Form von Menschen umgehen zu müssen, nämlich eben diesen Superhelden. Und die Zeichnungen sind großartig, mal wieder, denn ich zeige euch natürlich nur schöne Dinge. Hier ist mal ein Beispiel mit The Human Torch, wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Die menschliche Fackel, heißt das so? Und so ist eben der normale Zeichenstil, die Menschen schon realistisch, aber so diese, was ist das eigentlich? Wasserfarben? Ist das Wasserfarben? Ist das Wasserfarben? Heute kann ich ganz toll reden. Ich werde das nicht rausschneiden. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann wäre noch die Frage, lest ihr auch Graphic Novels? Ist das für euch minderwertige Literatur? Mögt ihr das? Habt ihr damals genauso wie ich mit Mangas angefangen und habt das später mit Comics weitergemacht? Erzählt mir was, was euch gefällt, ob euch die Zeichnungen gefallen, ob das gar nicht euer Stil ist und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!